Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Terror from the Void. Willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Phoenix Point. Ich bin Sevenake, schön, dass ihr da seid. Und beim letzten Mal haben wir hier die Zuflucht Kuara verteidigt. Das war für uns ein voller Erfolg, denn wir haben nicht nur den Feind zurückgeschlagen, das elende Pilzzeug. Nein, wir haben hier auch das Pandora-Nest in Anführungszeichen gescoutet, erkannt, festgestellt, wo es ist. Und da wir aktuell in einem Zustand sind, 6 einsatzbereite Soldaten, sprich das komplette Team ist da und wir sind ready to go, plus da gibt es noch ein paar Level-Ups, werden wir natürlich unseren Freunden einen Besuch abstatten. Das heißt, wir werden jetzt alle Jungs, Mädels hier mal durchgehen und schauen, dass sie bewaffnet sind, Munition da ist, check, check. Oh, wir hätten noch ein Bulldog-Gewehr. Da wir es nicht zurückentwickeln, können wir das ja auch verwenden. Ich meine, haben Nutzen ist besser als rumliegen und später brauchen. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall einen Bulldog mitnehmen. Das könnte heißen, Sophia wird demnächst ein neues Gewehr brauchen, weil Munition dafür können wir nicht herstellen. Problem kennen wir schon. Ansonsten, Kill and Run, das ist der klassische Run and Gun Skill. Wir mögen ihn. Granatenreichweite immer gut. Wir benutzen gern Granaten. Sind wir dabei. Wir haben noch 12 Fertigkeitspunkte. Eventuell für die Sekundärklasse. Die kostet 50. Müssen wir mal sparen. Oder schwere Waffen später. Ich bin, wie gesagt, dabei, hier zu sparen. Bei den anderen wird es schneller gehen. Unser Heavy, da sind wir relativ klar. Hunker down, sind wir voll dabei. Und Jetpack brauchen wir auch. Shotguns haben wir noch keine. Sekundäre Klasse, arbeiten wir dran. Aber wie gesagt, hier hoffe ich sowieso auf Granat- und Raketenwerfer. Die alte Waffe, die sie jetzt haben. Die alte Waffe, die Standardwaffe ist nicht so meine. Rüstungsbruch. Direct Fire Projectile und Gunslinger. Gunslinger. Also wir wollen die ja eigentlich gar nicht in den Nahkampf bringen. Das heißt, hier wollen wir Rüstungsbruch. Ja, Gunslinger. Für 4 Willenskraftpunkte. Handgun 3 times. Use AP Cost of the Weapon. Weiß ich nicht. Bin ich nicht begeistert von. Dann kommen wir hier zu Sophie Lindquist. Overwatch günstiger auf jeden Fall. Überwachungsfokus auch auf jeden Fall. Da können wir dann defensiv stehen. Das ist vor allen Dingen hier dann der Gunslinger sinnvoll. Vermutlich, wenn wir hier mit der Pistole arbeiten bei Überwachung. Finde ich auf jeden Fall cool. Takeshi Sato, der kriegt noch seine relativ einfachen Skills. Die Hard finde ich gut. Quarterback, Granatreichweite, bin ich, wie gesagt, ein Fan davon. Und Mr. Ebel, gleiches Konzept. Es tut sich wenig. Wir haben hier noch diesen Phoenix-EP-Pool, da muss man auch mal drauf hinweisen. Weil hier sind ja die EP, mit denen wir bezahlen. Ja, das hier ist ein globaler Pool, den wir auf alle Soldaten verteilen können, wie wir es gerade brauchen. Der obere Pool ist jeweils für den einzelnen Soldaten. So, das war das. Ausgerüstet sind wir. Level Up ist raus. Dann geht's zum Delirium Nest. Phoenix, if you are receiving this message, then respond on the secure channel I have provided. It is essential that the information I am about to give you is kept confidential. My name is not important now, but I am known among the pure as Subject 24, the 24th volunteer in a program set up by Tobias West that gave us hope. We had a solution. A solution? A secret program that would fix the world. And in the final moment, he backed down. Nothing prepared me for his treachery, his selfish cowardice. But his attempts to erase us have failed. Failed. It was known as Project Purity. One man's dream of replacing every inch of human flesh with neurally controlled prosthetics. When I volunteered for the project, I had nothing left. My entire family has succumbed to the Pandora virus.
I've watched my wife through bulletproof glass as she slowly turned into an abomination. Abominations! They're everywhere, waiting, watching. I had nothing left to lose. Along with many other brave men and women, I put myself forwards. A lot was sacrificed. He pushed us to the limit. Dozens of us died or were left crippled, and we came close to success. The Juggernaut Warrior was the final design. More than a soldier, more than a human, with titanium skin impervious to infection, perfectly pure. Pure! Pure as a smile in winter, as a human should be. There were problems. Total encapsulation created some. Mental instability, hallucinations, and dreams. Not everyone could take it, but there was no shortage of volunteers to take the program forwards. And then, Tobias West, the coward, the traitor, the small-minded charlatan, pulled the plug. Terrified of what he couldn't understand, the great leader ordered everyone involved with the project killed. Killed! Maybe he thought if he buried us, he'd bury the truth of his shame along with us. His shame! But we fought back. I and several others managed to escape. For years we remained silent, hiding, running, waiting for the right moment. The right moment. And that moment has come. Has come! Facing a losing battle against the Pandora virus, the weak-minded West has reactivated the old Project Purity facilities, and that makes him vulnerable. Phoenix, I am offering you an exchange. I know the location of the facility and how to get in. You have the firepower. The power! Hailstorms of fire and acid. Raid the lab and share the tech with us. All this time in hiding has left us damaged and in need of urgent repairs. If you succeed, we will both gain. Humanity will gain. We are the pure. The pure! We are the future. Help us, Phoenix. Help our species. Kontaktversuch. Nachricht. Wir empfangen eine Übertragung aus einer nicht identifizierten Quelle. Sie stammt von jemandem, der sich als Versuchsperson 24 benennt. Vorstellt, wie auch immer. Während genauere Informationen fehlen, behauptet Versuchsperson 24 mit uns warnenden Worten und dem Versprechen, auf beidseitigen Vorteil zu kontaktieren. Sämtliche Versuche, den Ursprung der Übertragung ausfindig zu machen, blieben erfolglos. Wir sind auf Empfang. So. Subject 24 has requested we perform a raid on a new Jericho facility. Should we agree, he will send us specific details, including the exact location of the facility and potentially its security defenses. Yo! Was soll ich sagen? Der Kollege hat für mich ein gewaltiges Aggressionsproblem. Und ja, ich verstehe, wenn das jetzt so betrachtet, aus seiner Warte, es ist verständlich, aber mal ganz ehrlich, hier geht's um Supersoldaten und damit haben wir ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Haben die ein Aggressionsproblem, geht's meistens schief. Jetzt ist unsere Frage, wollen wir helfen, wollen wir nicht helfen? Sind wir sogar die Petze? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Könnt es auswürfeln. Ich finde alles durchaus gangbar. Aber wir sind ja bei Phoenix Point und wir sind erstmal die Guten. Und wir sind ja natürlich auch technikgläubig und sonst noch was. Ich würde fast sagen, wir sagen, hey, wir helfen erstmal. Vielleicht finden wir ja auch den Schaltkreis, wo die Schraube locker ist und können die dann festziehen. Ansonsten, im Zweifel können wir es immer noch in die Luft jagen. Das ist ja auch unsere Stärke, Dinge in die Luft jagen. Also, wir sagen erstmal, jo, wir helfen und gucken weiter. So, wir haben die Aufgabe, nicht zu verteidigen. Ja. This new Jericho neural tech we've been hearing about. It sounds like a pretty cool technology, really. But has anyone thought about how easily it could be abused by, I don't know, an autocratic leader with delusions of grandeur? Um.
Okay, Synedrion findet das Ganze so ein bisschen mittelgut. Ich kann Synedrion verstehen. Auf der anderen Seite, Synedrion sind ja auch die Tech-Kids hier. Also ich... Das ist ja die Frage mit Technologie sowieso eine grundsätzliche Frage. Und ich würde mal sagen, Technologie ist per se nicht böse, sondern Menschen sind böse, die sie einsetzen. Deswegen haben wir hier irgendeine Antwort, die in die Richtung geht. Nö, ich glaube nicht. Ich würde sagen, das ist einfach kein Kommentar. Die Möglichkeit gibt's, aber ich finde hier keinen Kommentar. Niemand mag uns. I urge everyone to spend some time thinking about how the technologies we're developing should be applied. It's not the tech itself that's the problem. It's what we do with it. Hey, du bist auf meiner Seite. Also ist das, wieso dann die negative Haltung? Egal. 10 Tage haben wir dafür Zeit, das Ding hier zu plündern, okay? Aber, bevor wir da hingehen, Pandora-Nest, wir bauen hier ein Forschungslabor. Oh, das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt. Wir bauen hier ein Forschungslabor, wir sollten weiter ausbauen. Haben wir genug für ein weiteres Forschungslabor? Ja. Wie viel Strom haben wir? 14 haben wir. Das Forschungslabor wird 3 auf 17, das heißt, wir können noch eins bauen, das 3 braucht. Auf der anderen Seite, wir sind hier in der Nähe des... Wie sagt man? Nennt mir das Wort. Der Pandora-Kolonie. Genau, hier steht's ja. Könnte man ja... Eventuell sollten wir auch eine Security Station bauen. Weil die Chance einer Möglichkeit, hier überfallen zu werden, ist ja schon real. Ich glaube, das machen wir mal. Die geben wir einen Auftrag. Das ist ein neues Gebäude aus dem Patch. Aber das setzen wir erstmal ein. Weil... Wir haben hier ja die Kollegen in der Nähe. So, aber wir haben es uns vorgenommen. Wir machen es kaputt. Greife das Pandora-Nest an. Brutwächter. Entdecke und eliminiere die Brutwächter. Achte auf die Verteidigungssysteme. Kontinuierlich Gegenwehr. Gefahrstufe Mittel gegen Pandora. Auf geht's. Sophie Lindquist, die Munition, die hier fehlt. Das ist, ja, wie heißt's? Das Gewehr, nicht das Gewehr, die Pistole. Und dann gehen wir hier rein. So, da sind wir im Pandora-Nest. Und wir sehen hier jetzt in lila den Delirium-Counter. Hier haben wir auch noch einen Feindkontakt. Und das alles hier ist dunkel, finster, verlassen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, wie wir hier zu Rande kommen. Hier haben wir so einen Würger. Und ich gehe davon aus, dass eben hier jetzt das Delirium langsam zuschlägt. Aber wir setzen das entsprechend gut um. Du gehst nach da. Wir versuchen, den erstmal auszuschalten. Gotcha. So ist es alarmiert. Aber das macht erstmal nichts. Taking position. Es ist die Gefahr natürlich, dass aus der Richtung auch was kommt, aber hier nicht. Okay, haben wir erledigt. Jetzt geht es darum, die Brutwächter zu finden. Team, immer zusammenbleiben. Ich würde sagen, hier rein, wenn da ein Spawnpunkt ist, irgendwo wird schon einer sein. Durch diese hohle Gasse und so muss er kommen. Nächster Scharfschütze. Darüber. Okay, dieser Weg ist frei. Sehr gut. Standing by. Hier haben wir auch keine Deckung hier so richtig. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen hier erstmal. Ah, da ist noch ein Spawnpunkt. Wo sind auf der anderen Seite die Spawnpunkte? Hier ist auch die Map schon wieder zu Ende. Jetzt ist die Frage, hier in den Seitengang. Nein, wir gehen hier vor. Sprinting. Und es sieht erstmal gut aus. Ready, willing and able.
Moving in quick. Ja, wir sagten ja, wir bleiben zusammen. Gutes Team, bleibt zusammen. Hier haben wir noch zwei. Da tendiere ich dazu, ebenfalls hier reinzustoßen. Und dann sehen wir mal weiter. Okay, da ist Nathan. Feind gesichtet. Der hat uns gesehen. Das ist schlecht. Da hinten ist auch was. Hier. Was Großes. Das hören wir. Can't wait. Nur mal den Arthorn, wenn wir den von hier aufs Korn nehmen. Die haben vorhin nicht so viel ausgehalten in der letzten Mission. Und I've got no mercy. Wir halten da drauf. Der ist weg. Dann kann das restliche Team weiter vorrücken. Gotta be quick. Hier in der Gasse haben wir den Vorteil, wenn wir hier drin sind tatsächlich. Bringen die in Stellung. Hier können wir ja gut raus überwachen. Was da hinten kommt, können wir ein Rückzugsgefecht kämpfen. Und ich denke, da lassen wir einen da. Mit dem... Oh, okay, mit dem Bulldog. Okay, hier haben wir einen Giftwurm. Das ist so ein Ei, das... Eieiei. What's our plan? Okay, dann würde ich sagen, Planänderung. Moving now. Feind gesichtet. Okay, es ist auch wieder so ein Würger. Den können wir, wenn er vier Runden kommt, da aufs Korn nehmen. Wir sind weiter auf der Suche nach dem Brutwächter. Das Ei ignorieren wir erstmal. Da überwachen wir hier. I'm on Overwatch. Und hier geht's weiter. Auf der Suche nach den Brutwächtern. Genau. Okay, Ei fängt auch an zu... Okay. Giftwurm vorbereitet. Okay. Okay, da kommt noch ein Arthorn. Okay, jetzt müssen wir hier unten natürlich... einmal den Giftwurm zerlegen. I got this covered. Und dich hier überwachen. Hier geht's nach vorne weiter. I'm on the move. Du hast hier Zielerfassung. Enemy down. Sehr gut. Rechte Flanke geprüft, Ei gefunden und... Oh, da. Da ist der Brutwächter. Okay, 340. Bewegung 1. Also, wir machen zuerst mal das Ei weg. Okay, das Ei steht noch. Das ist schlecht. Ja, nein, machen wir hier nicht. What's our plan? Wir können hier noch den Scharfschützen mit der Pistole in Position bringen. Und das Ei pistolieren, bevor es schlüpft. So. Und du, bitte... Angriffsposition hier Richtung Brutwächter, dass wir dann nächste Runde voll drauf gehen können. Da ist er. Und Einsatz läuft. Du bist durch. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Scharfschützen, der quasi scharf aufs Schaf sie ist. Der da hinten ein Ziel hat, das sich versteckt. Let's do this. Ich würde sagen, wir überwachen hier rüber. Wenn er rauskommt, ist er toast. Und dann geht's weiter. Oh, da kommt noch ein Arthorn. Okay. Sehr gut. Wenn er rauskommt, ist er toast. Hier haben wir jemanden, der von hinten kommt, hat drei Willenskraft, aber
wir sind, müssen ja ehrlich sein, das Ziel ist der Gedickmann. Arms online. Wobei wir jetzt das Problem haben, wir kriegen Omar nicht auf Position, das heißt Omar gibt uns Deckung mittelmäßig gut. Let's show them what we can do. Und hier geht's auf den Großen. Over there. Okay, da ist noch ein Zweiter. Okay, hier ist noch ein Zweiter. Sehr gut. Dann gehen wir erstmal auf den ersten Großen. Oh, der hält viel aus. Der Was macht der? Der macht Vorbereiten. Das ist schlecht. Der bereitet irgendwas vor. Das finden wir nicht gut. Aber wir bringen hier Mr. Evil in Position. Schnelles Zielen. Das Ding ist groß. Ziel erfasst. Rein. Und wir haben noch bei Jakob, wir können hier nochmal, dass wir noch einen Angriff bekommen. So. Damit haben wir den ordentlich unter Druck gesetzt. Der Scharfschütze kann den Arton natürlich, aber ich möchte, wir sehen ihn hier um die Ecke, den Brutwächter erledigen. Weg ist er. One down, one to go. Hier überwachen wir, falls der Arton hier wirklich rüberkommt. Das passt. Standing by. Und ihr zwei beiden habt da unten nichts mehr zu tun. Hier ist Nebel, seht ihr das? Das gefällt mir nicht. Ihr geht bitte hier rum. Und schließt zu den anderen auf. Ich hatte vorhin gesagt, wir gehen nicht in Richtung die... Aber wir teilen uns nicht auf. Aber hier ist doch eine gute Idee. Im Zweifel könnten wir hier uns auch zurückziehen. Insofern gar nicht so verkehrt. Ist da hinten? Da hinten ist was drin. Garantie. Da kommt unser Arthur-Freund. Oh, der lebt noch. Der lebt noch. Eieiei. Eieiei. Uiuiuiui. Ready. So. Sato hat noch 9 Willenskraftpunkte. Das heißt, hier können wir nochmal das Doppelfeuer machen, auf jeden Fall. Here comes the Phoenix. Hier kommt der Phoenix, genau. Den hat ordentlich erwischt. Müssen wir uns um den kümmern? Nein, der hat noch 10 HP und verliert 10 pro Runde. Da müssen wir nichts tun. Aber bei ihm hier können wir für 3 Willenskraftpunkte einfach mal reinlöten. Ready to engage. So, den haben wir ordentlich unter Druck gesetzt. Das ist gut. Receiving loud and clear. Auch hier kommen wir in Position. Er hat noch 4 Willenskraftpunkte. Ja, dann bringt's nichts. Dann können wir auch... Also wenn wir hier frei zielen, dann haben wir hier nur Rumpf und Kopf. Versendet ein Signal zum Schlüpfen sämtlicher Eier in der Nähe. Was haben wir hier? Rumpf. Maximal Trefferpunkte 120. Wir löten rein. Ready for action. Was haben wir bei ihm? Jump to a location within 14 tiles. Hunker down. 10 Armor. Okay. Den hier bringen wir nicht in Position. Das heißt, wir werden den nicht klein bekommen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Haben wir noch irgendeinen Trick auf Lager? Irgendeine Ressource. Wir können hier nicht so hüpfen. Wir haben ja eine Decke drüber. Das ist auch cool. Wollte ich auch mal zeigen. Insofern gar nicht so hilfreich. Der wird verbluten, das ist nicht das Thema. Channel open. Die beiden hier sind einfach noch nicht in Reichweite. Bringen wir aber hin. Feindgesichtet, was ist da? Da ist ein Ei. Eieiei. Eieiei. Repositioning. Wir gehen hier mal vorbei. Um in Position zu kommen. Und hier, oh.
wir bekommen hier einen Quickshot vielleicht. Das wäre ja cool, weil hat noch volle Willenskraft. Und bekommt tatsächlich den Quickshot. Wow. War's das? War's das? Das war's. So geht das. Und wenn das weiter so einfach bleibt, dann easy victory. Das Pandora-Nest wurde neutralisiert und von seinen Bewohnern verlassen. Die verbliebene Menschheit kann erleichtert aufatmen. Yo, das haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Alle mögen uns. Wir mögen uns am meisten. Wir haben den ersten kleinen Sieg errungen. Hoffen wir, dass wir auf der Erfolgsspur bleiben. So, natürlich, immer noch, das Bulldog-Magazin haben wir ja jetzt benutzt. Wir haben die Bulldog noch nicht erforscht, aber... Ja, so. Delirium-Status, 6 Delirium. Diese Soldaten haben Delirium bekommen, weil sie hier im Einsatz waren im Delirium-Gebiet des Nestes. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Haben wir es nochmal in der Phoenixpedia, wie es funktioniert? Dann zeige ich es nochmal. Überlieferung. Was ist Überlieferung? Ach, das ist die Reinen und Versuchsperson 24. Ja, genau. Ihr könnt es durchlesen. Hier auch. Jeweils natürlich Video pausieren dazu. Da müssen wir mal gucken, was wir machen. Aber das war nicht der Punkt. Wir wollten nochmal auf Delirium, weil das eine der Mechaniken ist. Okay, das ist der Weg des Phönix. Das ist, ja, so, Delirium. Das ist eine der Spielmechaniken. Und wir sehen hier, Willenskraftpunkte sind reduziert bei der Summe des Deliriums. Ja. Dafür brauchen wir dann jetzt eben bestimmte Forschungen, um das Delirium loszuwerden. Das sehen wir jetzt hier bei den 6 Leuten. Die haben 6 Delirium eingesackt. Und da müssen wir einfach schauen. Forschungsmäßig haben wir neu dazu bekommen. Den Brutwächter, das Mindfragger-Ei, das Wurmei und die Kolonien. Haben wir jetzt ja entsprechend. Und wir haben einiges zu erforschen. Aber unser nächster Schritt, wie gesagt, das Pythagoras. Und für die Kollegen war das jetzt der erste Erfolg. Und dann würde ich sagen, für heute ist auch genug. Wir haben uns gut geschlagen. Und beim nächsten Mal gibt's mehr. Tschüss, bis dann.